Ja, liebe Freunde, Regenzeit auf Phuket. Es ist wieder mal katastrophal. Wir haben Flooding, das Wasser steigt immer mehr. Wir haben zwar Glück in unserem Haus, wir liegen ein bisschen höher, aber ihr seht, die Straße ist komplett überflutet und der Regen hört nicht auf. Das soll den ganzen Tag regnen, also das ist nicht lustig. Das hatten wir vor 2 Jahren schon mal und jetzt scheint es wieder eine Katastrophe zu geben. Ich hoffe mal, dass es in anderen Orten hier auf Phuket nicht noch schlimmer ist als hier. Also so wie hier habe ich das noch nicht erlebt und jetzt bin ich mittlerweile auch schon seit 3 Jahren hier. What do you say? Cheat happened. Not so nice, huh? Sunday morning. Also alles andere als lustig und was jetzt für mich wieder ansteht, ist Richtung zu meinem Jeep zu laufen. Ich habe ja vor 2 Jahren schon eine Überflutung hier mitgemacht, wo es mir mein Jeep komplett zerlegt hat, wo ich einen Schaden von über, glaube 8000 Euro hatte, Motor, alles war voll Schlamm, alles war kaputt. Und ja, hier ungefähr 100 Meter weiter, rechte Seite, stehen beide Jeeps aktuell in der Werkstatt und mir schwant nichts Gutes. Morning, Cap. What it is? Ja, schaut euch um. Das ist nicht wirklich toll. So, jetzt werde ich gleich sehen, was mit meinen Autos los ist. Aber wenn ich schon den Parkplatz sehe, da ist ganz schön Wasser. Hier ist ja auch der Supermarkt Big C. Und wie gesagt, nebendran gleich die Werkstatt. Bitte nicht schon wieder beide Autos kaputt. So wie hier. So, dann schauen wir mal, inwieweit, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott! So, hier die Autowerkstatt. Ihr seht auch alles komplett unter Wasser. Ein Wahnsinn. Oh mein Gott, mein Boss! So, schauen wir mal. Jeep Nummer 1. So. Schauen wir mal, wie es da innen drin ausschaut. Ja, so halbwegs geht's noch. Recht viel mehr steigen darf das Wasser nicht mehr. Und hier der andere. Steht auch schön drin. Oh mein Gott, ja, das ist nicht lustig. Schaut euch das hier bitte an. Das Wasser kommt.
und auch hier das Wasser schon so gut wie im Motor drin. Ja, willkommen auf Phuket. Das ist alles andere als lustig. Mache ich jetzt das zweite Mal mit. Und schaut euch das bitte an. Ja, gibt es Momente, wo man dann doch bereut, nach Thailand, nach Phuket ausgewandert zu sein? Wenn ja, dann ist das wohl heute so ein Tag, wo man dann doch drüber nachdenkt, das zweite Mal innerhalb von 3 Jahren. Ich bin ja froh, dass jetzt bei uns im Haus nichts passiert. Es liegt ein bisschen höher. Das haben wir auch ganz bewusst gewählt, wie wir da eingezogen sind nach der ersten Überflutung. Aber dass jetzt natürlich hier beide Jeeps stehen, das ist natürlich schon wieder ja, typisch. Hier auch noch mal ein Kollege, der auch filmt. Ja. This is not normal. Guck mal. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, hier, wo die Arbeiter zu Hause sind, ist natürlich eine ganz andere Situation. Alles abgesoffen, die Häuser voll Wasser. Also wirklich, ja, wieder eine Katastrophe hier auf Phuket. Das hatte man jetzt so nicht erwartet. Der Regen hat so vor circa 2 Stunden eingesetzt. Innerhalb von 2 Stunden ist das hier passiert. Also, das ist schon Wahnsinn. Oh, Breitung ab! Geil, geil! Ja, hier schwimmt die Ölsuppe hier aus der Werkstatt. Also Manometer, Freunde. Das ganze Öl jetzt auch hier. Muss ja irgendwie wieder durch. Ja, der eine Jeep hätte morgen fertig sein sollen. Nee, gar nicht wahr. Hätte heute fertig sein sollen. Aber ja, fertig ist er. Fix und fertig, würde ich sagen. Und das mal 2. Kann es doch nicht mehr geben. Ja, willkommen auf Phuket. Der Supermarkt hat auch Spaß, läuft auch über mit Wasser. Ja, ein Wahnsinn, also ihr habt das Wasser, jetzt schaut mal, dass ihr seht, was hier los ist. Also das Wasser geht mir jetzt bis zur Hose mittlerweile, bis zum Arsch sozusagen. Ja, laufen wir mal hier runter und schauen mal, was hier noch so los ist. Ja, where are you from? Really? My house also here. I'm the other side. Oh, also, You know, Ice Factory. Oh, yeah.
Samoni Ice Factory. Oh, Ice Factory. Water oh. Here. Here, everything. Yeah, here. Oh, yeah, also. Every 2 years, huh? No. No, 2 years ago, same. They make a construction. You know, water company. Schaut euch das an. Unfassbar, was hier los ist. Ja, vor 2 Jahren hier eine Überflutung mitgemacht und die war heftig, aber das, was wir hier und heute haben, das ist schon eine ganz andere Dimension. Das ist ja ein einziger See hier. Ja, die Jungs machen das Beste draus hier. Das ist doch schon mal. Ja, zwei, ja? Ja, aber wie gesagt, die Kids haben Spaß. Das ist ja das Schöne am Kindsein. Da macht man sich nicht so viele Gedanken. Aber hier werden Kosten wieder entstehen, die ja, extrem sind. Und ja, was wollen wir machen? Spaß haben wir die Kids vielleicht. Ja, hier an der Hauptstraße, da, die liegt ein bisschen höher. Da scheint es zu gehen. Aber dann über die Straße drüber. Ich laufe jetzt mal runter zum Thomas und zur Kokosnuss. Da schaut's. Oh ne. Dachte ich jetzt eigentlich nur die eine Seite, aber die Seite hier ist auch komplett voll. Auch alles vollgelaufen. Hier alles vollgelaufen. Wahnsinn. So, endlich mal wieder Boden unter den Füßen. Schauen wir mal, ob wir hier mal drüber kommen über die Straße. Und ja, der fährt mich gleich über den Haufen. So, und hier geht's weiter. Das Chaos. Das gleiche in grün. Kehrseite. Hoffen wir, dass beim Thomas nicht so extrem eingeschlagen hat wie bei uns. Hat ja auch vor 2 Jahren richtig Pech gehabt. Und warten wir mal hin. Oh, es schaut nicht gut aus. Hier geht's Richtung Kokosnuss. Und ich befürchte Schlimmstes. Das wäre natürlich jetzt schon wieder der Super-GAU. Da geht es ja auch zum Haus, wo ich dann vor ja, knapp 2 Jahren nach der Überflutung ausgezogen bin. Weil ich ja gesagt habe, das brauche ich kein zweites Mal mehr. Zumindest was das Haus anbelangt, habe ich alles richtig gemacht. Die Jeeps standen leider am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt. Ja. Die Bilder sprechen für sich allein. Ja, Hochwasser kennt ihr in Deutschland im Moment auch, beziehungsweise Überschwemmungen sind ja da auch im Moment unterwegs. Also sind wir alle leid geprügelt. Nicht nur ihr in Deutschland, sondern auch hier auf Phuket. Sawadikap. Ja, komm mal. Can swim a little bit? No? Too dirty? So. Okay.
Hier geht es nun Richtung Kokosnuss. Und ja, ihr seht schon, was hier los ist. Ja, tut mir schon fast leid, der Kollege. Das ist die Kokosnuss oder der Rest, was davon übrig ist. Hat sie ja noch schlimmer erwischt als vor 2 Jahren. So sieht es aus in der Kokosnuss, auch ganz böse erwischt. Ja, und jetzt stiefel ich mal zu meinem alten Haus, wo ich, ja, wie gesagt, ausgezogen bin, weil ich dieses eben nicht mehr haben wollte. Und jetzt fühle ich mich da auch ein bisschen bestätigt, denn wie gesagt, unser Haus ist trocken geblieben. Da habe ich zumindest mal was richtig gemacht hier in Thailand. Und ja, darf auch mal sein, genug Fehler hier gemacht. Ja, hier ganz hinten am Ende, da ist es das Haus, was ich fluchtartig verlassen habe nach der Überflutung. Und jetzt wisst ihr auch warum. Das ist ein einziges Pool. Und ja, wieder alles defekt. Ihr seht es am Tor, schwimmt alles der ganze Dreck. Ja. Was soll man da noch sagen? Oh my God. Everything broken. Oh my God. Schaut euch das an, meine Fresse. Alles kaputt, das ganze Haus kaputt bei dem Meister. Alles voll mit Wasser. Oh my God. Aber lustig, die Thais lassen sich den Spaß nicht nehmen, die lachen trotzdem. Schaut euch das an, alles ist überflutet hier. Die ganze Hütte steht unter Wasser und der sitzt halt da und lacht. Also da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Ich sehe hier keine Leute, die irgendwie mit schlechter Laune oder jetzt, keine Ahnung, mit sich hadern oder mit der Situation hadern, sondern die packen an, es wird geschöpft, wird wieder gemacht, muss ja weitergehen. Da kann man von den Thais wirklich einiges lernen. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist ja zum einen trotzdem sehr interessant, wenn man so sieht, wie schnell so ein bisschen Regen, wobei es war schon eine ganze Menge Regen, aber wenn man sich das vorstellt, es waren vielleicht 4 Stunden, was hier geregnet hat und eine ganze Insel überflutet ist. Also so extrem habe ich es auch noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut euch mal um, das ist ein einziges Chaos hier. Hier geht absolut gar nichts mehr. So, hier ist jetzt vorbei. Da ist auch mit Durchschieben nichts mehr. Hier ist es einfach zu tief, das Wasser. Und er hier mit seinem Transporter scheint jetzt auch noch sein Motor, ja, der Geist aufzugeben. Aber wie kann man da auch durchfahren? Also, das kann ja wohl nicht sein. So, der da hinten steht mit dem Motorrad mitten im Wasser drin. Ja, unfassbar, was hier los ist. Ja, da würde ich mal sagen, Motorschaden perfekt.
called laughter. Can I go down? Nope.